Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung, stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest, teile Ihnen mit zur Tagesordnung, dass noch offen ist 6, 8, 11 bis 15, 17 bis 19, 34 bis 38, 40 und 44 bis 48. Verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ruhe. Betreffend Entgeltordnung am Flughafen Frankfurt-Main muss rechtlichen Anforderungen genügen. Drucksache 19-4123. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl, dann wird der dringliche Entschließungsantrag Top 49. Und wir können das mit den Tagesordnungspunkten 37, 44 und 47 zu diesem Thema aufrufen. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir mit dem Antrag, mit beiden Anträgen. Also gut, dann machen wir es so. Also bis zur Erledigung der Gesetzeslesung und den beiden Anträgen bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Sitzpunkten der Fraktionen im Rahmen der Aktuellen Stunde. Die Fraktionen haben sich geeinigt, Top 34, 37, verbunden mit 44, 47 und 49, 35, 19 und 36. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Top 6. Es fehlen heute entschuldigt ab 16 Uhr der Herr Ministerpräsident, ganztägig der Herr Staatsminister Wintermeyer, die Frau Staatsministerin Puttrich, ab 15 Uhr Herr Staatsminister Al-Wazir, ab 16.30 Uhr Frau Staatsministerin Priska Hinz. Es sind entschuldigt die Frau Abg. Nancy Faeser, der Abg. Dieter Franz und die Frau Abg. Sabine Waschke. So, jetzt haben wir erst einmal einen Geburtstag hier im Hause. Unsere liebe Kollegin Frau Dr. Daniela Sommer hat heute Geburtstag. Wir gratulieren ihr, wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen. So, bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, haben wir natürlich hier auch noch den Jahresbericht unserer Fußballer. Meine Damen und Herren, wenn das im Dezember noch einmal alles auslegen, aber ich will doch schon einmal darauf hinweisen, wir hatten in diesem Jahr 7 Spiele. Wir haben dreimal gewonnen, zweimal unentschieden. Und die zwei Niederlagen sind durch irreguläre, so haben wir uns abgestimmt, durch irreguläre Praktiken des Gegners zustande gekommen. Also wir waren praktisch ungeschlagen das ganze Jahr. Das kann man festhalten. Der Kollege Alterspräsident mit seiner Altersweisheit, deshalb sind wir milde, ruft dazwischen Bayern München. Sie wissen, die Kontakte mit Russland müssen ein bisschen verbessert werden. Deshalb haben die Bayern einen Beitrag geleistet gestern. Ich will aber darauf hinweisen, wir haben 29 Tore geschossen und haben 26 gefangen. Die mit Abstand meisten Tore hat ein Kollege aus der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN geschossen. Der Kollege Markus Bocklet hat 9 Tore geschossen. Ein herzlichen Glückwunsch. Ein sehr begabter grüner Knipse, alle Achtung. Und die meisten Tore bekommen hat unser Tormann, Marc Weinmeister, die Katze von Nordhessen. Aber wir haben einige Anfragen von führenden Vereinen über Westfalia Herne bis Biebrich 02, die den Kollegen Weinmeister verpflichten wollen. Aber, meine Damen und Herren, das geht alles immer nur gut, wenn man einen guten Betreuer, Coach, Manager hat. Und deshalb
will ich ein ganz besonderes Wort des Dankes sagen. Er hat viel Gutes getan, unserem Freund Wolfgang Decke, der das großartig gemacht hat. Wolfgang Kommerle, ich habe bei dich was mitgebracht. So, ich darf dem Coach mal kurz das Wort erteilen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass ich Flaschenbällchen mit den Jungs teilen. Wieder einen kleinen Schluck, weil ne, das ist ja klar, weil die müssen ja in Form bleiben. Und mein besonderer Dank gilt ja nicht nur den Kameradinnen und Kameraden der Mannschaft, natürlich den treuen Fans, aber mein besonderer Dank gilt unserem Präsident. Mein lieber Frank Lorz, du bist für uns immer wieder 12. Mann auf dem Platz. Herzlichen Dank. Ja, ja, gut, dass das mal gewürdigt wird. Das war schon in Ordnung. So, meine Damen und Herren, auch der Ministerpräsident würdigt das und stimmt zu. Dann können wir hier weitermachen mit der Tagesordnung, wenn keiner Bedenken hat.